Es geht jetzt um die Frage, wo liegt E hoch I 3 Pi Viertel in der gaußschen Zahlenebene? Und Sie sollten ja jetzt so einen Film anschauen und da steht drin, dass die Punkte der Form E hoch I Phi alle auf dem Einheitskreis liegen. Das heißt, das hier, das soll jetzt irgendwie der Einheitskreis so sein. Ja, das heißt, die liegen alle irgendwie hier drauf. Und jetzt ist die Frage, wo liegt E hoch I 3 Pi Viertel? Sie können das mit der Euler-Formel machen. Das ist aber nicht unbedingt immer so gedacht. In unserem Falle sage ich, es soll auf dem Einheitskreis liegen. Rechnen Sie mal bitte 3 Pi Viertel ins Gradmaß um. Was ist denn 3 Pi Viertel im Gradmaß? 135 Grad. Ja, und ich schreibe das jetzt ein bisschen anders. Ich schreibe das als 90 plus 35 Grad. Bis 45 Grad, sorry. 90 plus 45 Grad. Das heißt, 90 Grad ist von hier bis hier, okay, und dann nochmal 45. Also das heißt, das ist dann so hier 45 Grad, hier 45 Grad. Also das geht hier quasi mit 45 Grad hier hoch. Das hier sind die 135 Grad, also 90 plus 45 und damit liegt E hoch I 3 Pi Viertel an dieser Stelle. Ich schreibe hier jetzt einen Winkel vom, im Gradmaß, was nicht daran liegt, dass Sie bei komplexen Zahlen Gradmaß verwenden sollten, Gott bewahre, aber wenn, wenn ich bei vielen hier 3 Pi Viertel hinschreibe, dann wissen die vorher genauso viel wie nachher. Deswegen schreibe ich 135 Grad hin und das können sich eben viele vorstellen und normalerweise schreibt man hier dann auch eben 3 Pi Viertel rein. Das heißt, an dieser Stelle liegt der Punkt, das ist das, was Sie hätten rauskriegen sollen. Gibt es Fragen zu der Aufgabe? Ja, ich wurde jetzt gefragt in der Zeit, wie man von den 135 Grad, von den 3 Pi Viertel auf die 135 Grad kommt. Sowas sollten Sie mich bitte, während ich hier an der Tafel stehe, einfach fragen, das ist nicht tragisch. Denken Sie immer dran, ich träume von so Zeug nachts und damit ist es für mich irgendwie alles völlig logisch. Und wenn es für Sie nicht logisch ist, einfach fragen, einfach sagen, wie kommt man darauf, ich kann es Ihnen vorrechnen. Ja, das geht bei dem hier ganz einfach. Sie setzen das so an, hier steht es auch gerechnet, dass Sie sagen, 360 Grad entspricht einem Winkel von 2 Pi. Das sollten Sie natürlich als Grundvoraussetzung wissen. Und dann, das ist ein ganz normaler Dreisatz oder Verhältnisgleichung oder so wie Sie Prozent rechnen, dann schreiben Sie drüber, gesucht ist ja die Gradzahl hier und haben tun Sie das 3 Pi Viertel. So, und das hat so eine Verhältnisgleichung, stellen Sie dann auf, lösen das nach x auf, rechnen es aus und dann kommt dann da mit dieser Rechnung irgendwie für das x die 135 raus.